Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Fable 3. Ja, was haben wir denn letztes Mal gemacht? Sammelt noch 8 Gildensiegel, um euch die Gefolgschaft der Einwohner von Brightwall zu sichern. Aber natürlich, das machen wir doch glatt. Ach ja, wem es gerade auffällt, unsere Folgenlänge ist im Moment 15 Minuten. Wer wissen will, warum, ich verweise hiermit auf das letzte Infovideo, da wird das alles genauer erklärt. Zwar wird nicht gesagt, dass wir erstmal 15 Minuten Folgen machen, aber man sieht, ich habe im Frühjahr nicht allzu viel Zeit und ich nutze die Zeit. Wenn ich aufnehmen kann, dann nehme ich halt auf und mache die Folgen einfach um 5 Minuten kürzer, damit mehr Folgen im Endeffekt dabei rausspringen, damit ich eben nicht jeden Tag aufnehmen muss, weil das kann ich halt einfach im Moment aus Zeitgründen nicht. Ist ein bisschen blöd bei Fable, weil Rollenspiel und bla, nicht so gutes Feeling. Aber ich meine, im Moment kommen wir ja schon ganz gut voran. Mit meiner patentierten Schminke werdet ihr wieder jung! Juhu! Und ja, das ist halt blöd, aber meine Güte, kann man nichts machen. Ist halt eine drastische Maßnahme aus Zeitgründen und so. Gut, was haben wir jetzt letztes Mal gemacht? Wir müssen, um die letzte Forderung Sabines, dem Anführer der Vagabunden, nachkommen zu können, müssen... Warum können wir da nicht rein und schwimmen? Müssen wir eine bestimmte Anzahl an Gildensiegel machen und hier besorgen und so. Und letztes Mal hatten wir ja hier zum Beispiel die Hühnerquest gemacht und haben die Hühner töten lassen. Und deswegen ist ja keine Hühnerrennbahn. Ja, yeah, das ist natürlich super. Jetzt schauen wir doch einfach mal auf die Karte. Das hält ja nicht aus, wenn ich nicht weiß, was ich machen muss und einfach hin und her laufe. Das geht ja nicht. Das verschwundene Stück 20, vermisstes Kind 5. Ja, müssen wir beides machen, oder was? Was bringt denn das verschwundene Stück? Lambert und Pinch brauchen Hilfe bei der Aufführung ihres Stücks in Brightwall. Das ist ein tolles... Eine tolle Aufgabe, eine tolle Quest, da reisen wir mal hin, obwohl... Wir haben noch mehr im Lager. Ja, okay, ein paar Meter haben wir gespart. Ja, genau. Diese Kiste... Das waren... Der beste Laden in ganz Brightwall. Das waren 10 Silberschlüssel, oder? Weil die haben wir ja noch nicht, aber vielleicht sind es ja 5 und dann... Die Geschäfte könnten besser sein, ja, genau, 5 haben wir, aber wir brauchen 10. Und wir labern einfach mal alle durcheinander, weil das voll toll ist. So, dann gehen wir jetzt mal nach hier oben. Da müssen nämlich Lambert und Pinch sein. Unsere beiden Autoren, die ihr Stück verloren haben. Ja, der PPRO ist schon mal dahin gelaufen. Und wir schließen uns an. Der ihr in so einer wirren Epoche lebt. Ja. Dürstet euch nicht nach Drama und Emotionen einer korrekt strukturierten Tragödie? Aber natürlich. Ihr wollt euren Sorgen entfliehen. Ihr wollt glücklich gemacht und erheitert werden. Sinnlos. Wir werden uns niemals einigen. Ein Dilemma. Ach, wenn wir doch nur Morleys Stück in die Hände bekämen, es würde unsere Probleme lösen. Ja, es heißt, es vereint die Gegensätze von Tragödie und Komödie in einer exquisiten Verbindung der Formen. Vielleicht findet ihr es? Ja, wir flehen euch an. Das Theater, die Musen, Herz und Seele dieser Stadt werden euch danken. Ja, dann wohl auf, meine Herren. Lasst uns das Stück finden. Großartig, großartig. Wunderprächtig. Wir haben einen ältlichen Detektiv beauftragt, in der Bibliothek nach Hinweisen zum Verbleib des Stückes zu suchen. Er kam niemals zurück. Der Mann heißt Ransom Locke und ist leider seniler, als es uns lieb sein kann, um ehrlich zu sein. Random Locke. Wenn ihr den Herrn trefft, kann er euch vielleicht helfen. Ich nehme an, er sucht in diesem Moment nach den gesammelten Werken des Dramatikers Philip Smalley. Wollen wir es hoffen? Hoffentlich wurden sie nicht verbrannt, als die Akademie und ihre Bibliothek geschlossen wurden. Mit Sicherheit. Dann gehen wir mal zu der zufälligen Locke. Ab in die Bibliothek und hoffen, dass wir zurückkehren werden. Aber ich meine, wir waren ja schon mal im Reliquienraum und haben Skelette besiegt und alles. Dann werden wir doch so ein publikes Buch finden können, oder? Wir sind ja geübt im... Bücherregale durchstöbern, ne, und finden da immer mal wieder ein bisschen Gold. Aber wir kriegen ja Miete, deswegen müssen wir das schon gar nicht mehr machen. Wo ist denn der? Ist hier irgendwo der Pfad? Ist du hier irgendwo die zufällige Locke?
Hm, bist du das? Nein, nur ein kleiner Saufkopfkönig. Da ist der goldene Pfad. Da, ja, den habe ich doch gesucht. Und runter. Fährt oben, Sterblicher. Nö, sehe ich nicht ein. Ich lass mir von dir doch nichts befehlen, Junge. Oh mein Gott, Hilfe! Fliegende Bretter. Hauptsache, wir haben Miete bekommen. Bleib diesem verfluchten Ort fern. Ich bleib deiner Mutter fern, sonst niemandem. Hier warten nur Tod und Wahnsinn. Ja, hör mal auf, die Tür immer von meiner Nase zuzumachen, das macht man nicht, ey. Ihr sucht nach verbotenem Wissen und werdet nichts finden als Verderben. Oh mein Gott! Hier, eine Miniaturtreppe, hui! Ist das das Buch? Sag nicht, das war's schon. Lasst es liegen! Und wenn nicht? Nein. Ich meine es eher. Ebenfalls. Letzte Worte? Okay. Hab dich. Ihr könnt mich wohl nicht einfach in Ruhe lassen. Was? Blöde Literaturtouristen. Fluch meiner armen Seele. Nein! No! Oh oh. Ich glaube, wir haben die rote Pille genommen. Puh. Hauptsache, der Hund ist verloren. Hört zu. Ihr bekommt mein Stück nicht, klar? Es ist Mist. Schlimmer als Mist. Was habe ich mir nur dabei gedacht, Drama und Komödie zu verschmelzen? Ich muss bekloppt gewesen sein. Oder betrunken. Was wahrscheinlich im Endeffekt aufs Gleiche hinauflöst. Es scheint ganz so, mein Herr, als wurdet ihr vom Geist Philip Morleys gefangen genommen. Wir sind beide seine Gefangenen. Ich bin Ransom Locke. Falls sich das bekannt anhört, ich war früher ein berühmter Detektiv. Und doch bin ich jetzt hier, bereit, den Rest meines Lebens in einem Buch zu verbringen. Wenn ich mich recht erinnere, sind wir gerade in einer Szene einer von Morleys bekanntesten Romanzen, die Fast-Tragödie von Oliver und Ethel. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir die Szene zu Ende spielen, aber ich habe kein rechtes Talent. Ich oder wenn was? Wenn ich mich nicht täusche, geht es los, wenn ihr das Kostüm anzieht. Ja, hast du es noch nicht probiert, das Kostüm anzuziehen? Spielen wir doch einfach die Zuschauer. Das ist mit Sicherheit eine gute Idee. Ich will das Kostüm nicht anziehen. Ich verstecke mich hier im Schrank und warte, bis es vorbei ist. Da kommen wir auch nicht hoch. Kommen wir hier hoch? Ja. Aber da kommen wir nicht rein. Ja, ich denke, da führt wohl nichts dran vorbei, als dass wir uns dazu herabbegeben müssen, dieses Wunder. Diese Szene aus Oliver und Ethel ist eine der berühmtesten der gesamten Literatur. Wunderprächtige Kleidchen anzuziehen. Wenn es wenigstens nur der Rock wäre, dann könnten wir noch als Schotte durchgehen, höchstens. Ah, na dann wollen wir mal. Oh, ich bin eine feine Dame. Guten Tag, mein Herr. Darf ich um Ihre Hand bitten? Oh, Ethel, meine Liebe, mein Leben, meine Sonne. Oh, Oliver! Ein Zeichen oder eine Geste, die von eurer Liebe zeugt. Hier! Dann erst wäre mein graues Leben endlich erträglich. Lass es mich anmalen! Ah ja, ein wichtiger Moment des Stücks. Ihr seid Ethel, schöne junge Tochter des Misthändlers. Beweist Oliver eure Liebe, dann würden wir die Szene vielleicht verlassen können. Oh, Oliver, ich liebe dich. Bäh. Oh, Oliver, du bist so schön und so, keine Ahnung, gut angezogen. Du Segel! Ab doch! Oh, Mann. Oh, Graus, welch dunkle Pfeile durchbohren meine arme Seele.
Wenn das wahr ist, werde ich der Welt auf immer entsagen. Ja, das wäre auch besser für uns alle. Dieses tödliche Gebräu macht Wurmfutter aus mir. Und es wird meine Lippen berühren, wenn ihr mir nicht ewige Liebe schwört. Bitte. Nein. Nö. Seine Hartnäckigkeit erstaunt mich nicht. Ethel erklärte ihm schließlich doch noch ihre Liebe und die beiden lebten lange glücklich zusammen. Nö, sehe ich nicht ein. Lass das, Fettwanst. Auch nicht schon wieder. Warum geht's auch nicht einfach weg? Ihr habt mir einen Dolch in die Brust getrieben und alle Hoffnungen zunichte gemacht. Mein Leben ist verwirkt. No. Ist aber schade. Ach, hau weg den Scheiß. Nehmt mich. Und so sterbe ich. Endlich. Tja, dieser Text wurde zwar etwas ungewöhnlich vorgetragen, aber das Ergebnis stimmt. Ja, passt doch. Ihr verfügt über bemerkenswerte literarische Kenntnisse. Aber habt ihr meine Worte in ihrem Kern begriffen? Wir werden sehen. Ich habe gestern eine Deutscharbeit geschrieben. Ich kann das. Ah, ja. Das ist zweifellos eine Szene aus einem von Morleys lustigeren Werken. Das ist Blutbad am königlichen Hof. Und das muss euer Kostüm sein. Die Rolle des Narren ist von tragischer Tiefe erfüllt und erfordert eine meisterhafte Darstellung. Das ist nicht sein Ernst, oder? Ein Hühnerkostüm, das hätte ich auch mitbringen können. Was wäre eigentlich, wenn wir jetzt noch das Hühnerkostüm anhätten von der Hühnerquest? Würde es dann sofort losgehen oder müssen wir dann das andere Hühnerkostüm anziehen, weil die ja so unterschiedlich sind und so? Ha. Ich denke mal, man müsste auf jeden Fall das andere anziehen. Einfach damit die Quest überhaupt gestartet wird. Auf den Thron können wir uns leider nicht setzen. Blutbad war bei seiner Erstaufführung ein kontroverses Stück. Es hatte 4 Akte anstelle der sonst üblichen 3 oder 5, versteht ihr? Tja, und wahrscheinlich auch noch Prosa. Was für eine Frechheit! Runter von meinem Thron, ihr impertinente Person! Tretet vor euren König und erfüllt eure Pflicht! Dies sind sorgenvolle Zeiten für den Hof und meine Krone. Bringt mich zum Lachen oder euer Kopf ist mein! Tja, Mr. Rovlovskowski. Ihr seht süß aus mit der Krone. Das war also Liebe bekunden, ja? Oh. Ich hätte niemals gedacht, dass ihr so über mich denkt. Oder ist das wieder nur ein Witz? Ich kann dir gleich mal einen Witz erzählen, du. Pass auf, ja? Es ist also wahr, ihr liebt mich. Ihr wisst ja nicht, wie schwer es für mich war, euch in diesen herrlichen Federn zu sehen, wie sehr ich euch gewollt habe. Was? Abgemacht. Wir werden morgen heiraten. Was? Jeder Kritiker dieser heiligen Verbindung soll seinen Kopf verlieren. Okay. Eine wahrhaft radikale Interpretation des Textes, aber trotzdem überaus effektiv. Ihr geht mit meinen königlichen Dramen genauso gut wie mit meinen Romanzen um, aber erstreckt sich eure Wandlungsfähigkeit auch auf das Theater? Werden sehen.